Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Ich bin der App-Tester und wir testen heute Labyrinth 2. Ja, meine lieben Leute, was ist Labyrinth 2? Labyrinth 2 ist ein Labyrinth, so wie auch schon der Name sagt. Aber ihr müsst nicht irgendwie mit dem Finger oder so durchkommen, deswegen auch hier kein X-Stand. Ihr müsst mit der Tilt-Steuerung eine Kugel an ihr Ziel bringen. Jetzt gehe ich erstmal auf die Settings hier. Na, jetzt ist. Und da kann man auch schon die Kalibrierung einstellen und hier ist natürlich Sound on off. Man kann auch natürlich auch iPod Musik reinmachen oder man und das Vibrieren an- und ausstellen. Das Ganze funktioniert auch im Multiplayer. Der Multiplayer geht per Wi-Fi oder per Bluetooth. Habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert. Müsste gut funktionieren. Dann kann man selber noch Levels kreieren, aber die nur selber auf der Seite und dann am Computer. Gut, jetzt gehe ich mal auf Singleplayer und wir haben hier ganz schön die ganzen Levels in verschiedenen Schwierigkeiten aufgelistet. Also hier zum Beispiel Easy und dann gibt's Medium und natürlich Hard. Und man sieht jetzt hier die grünen Dinge hier, also Tutorial gibt's auch. Die grünen Sachen, die wir hier sehen, die habe ich schon geschafft. Das I signalisiert, ihr könnt hier auf das I gehen. Und dann seht ihr auch immer schön, welche Levels es da gibt. Es dauert nur kurz. So sieht das Level aus, das ihr spielen müsst. Und so, das ist alles auch sehr schön gehalten. Und dann könnt ihr die natürlich als eure Favoriten wählen oder natürlich spielen. Gehen jetzt nochmal kurz zurück zum Singleplayer. Dann können wir auch natürlich welche downloaden. Ich habe jetzt noch keine gedownloadet und natürlich auch meine Favoritenlevel spielen. Ich spiele jetzt einfach mal kurz ein Easy-Spiel, damit ich hier nicht so vollkommen versage die ganze Zeit. Also, wir sind diese Kugel hier und wir sehen jetzt eine Geisterkugel hier. Das ist meine Geisterkugel, das habe ich davor gemacht. Und das hier ist meine jetzige Kugel. Und ich muss sie jetzt nur in das Loch führen. Also, ist ganz einfach. Und das Ganze funktioniert mit der Tilt-Steuerung. Und dann kann man hier auf Next gehen oder nochmal alles machen. Also, das Level ist natürlich mega einfach. Auch das habe ich geschafft. Das hat man jetzt nicht so gut gesehen, weil ich raus bin. Wie gesagt, man steuert das Ganze mit der Tilt-Steuerung. Da ist die Sache dann auf dem X-Stand ein bisschen schwieriger. Und ich habe gesehen, es hat bis jetzt noch keiner reviewed. Gut, und jetzt habe ich es auch geschafft. Also da habe ich sogar ein bisschen länger gebraucht. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück auf Menü und machen mal ein bisschen Schwierigeres. Es gibt auch welche mit Kanonen und mehreren Löchern, wie das hier jetzt. Natürlich ist das jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Das Ganze ist, mal gucken, ob ich es vielleicht so hinkriege. Ah, so geht's dann schon eher. So, ihr müsst das, wenn ihr das iPhone dann schon quer haltet, dann ist die ganze Sache schon um einiges einfacher. Und, ich habe zwar dieses Level schon geschafft, aber, na gut, dann konzentriere ich mich mal jetzt. Ja. Schon wieder. Ja, und es gibt dann halt auch noch so Punkte, wo ihr dann die ganze Zeit respawnen könnt. Das ist jetzt natürlich in diesem Level nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welches Level das ist. Nehmen wir einfach mal. Hier in dem Level hänge ich auch gerade. Dann probieren wir mal das Level. Da gibt es so Kanonen mit so Gummigeschossen, die mich wieder zurückwerfen. Also, wenn ihr das quer haltet, geht es natürlich um einiges besser, habe ich gerade gemerkt. So, und wäre ja nicht schlecht, wenn ich das jetzt... schon wieder. Also es ist ein bisschen nervenaufreibend. Also ich habe mich auch schon richtig drüber aufgeregt über dieses Spiel und wollte schon mein iPhone gegen die Wand klatschen. Also es ist wirklich, es strapaziert die Nerven. Gut, dann probiere ich mal, zeige ich ein anderes Level noch. Nehmen wir hier jetzt mal eins, wo ich nicht geschafft habe. Es gibt natürlich auch hier noch. Hier gibt es dann noch so Level, da müsst ihr die Knöpfe rausfinden, das ist auch ganz witzig. Also es gibt hier eine Tür, die öffnet, jetzt muss ich natürlich hier auf den grünen Schalter, die öffnet die Tür und dann muss ich die blauen
Also den Weg irgendwie finden. Also das ist schon um einiges schwieriger. Aber gut, das ist auch eine Level-Variante, wo ich auch gerade nicht weiterkomme. Aber man sieht, das Spiel ist schon also lustig. Ah, jetzt hier, das ist jetzt ein Level, wo ich schon mal gehabt. Das wollten wir jetzt natürlich nicht. Also wie man sieht, das ganze Spiel ist schon lustig angesiedelt. Also macht auch wirklich Spaß, aber ist auch ein bisschen nervenaufreibend. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Auftrag, auf den roten Knopf zu drücken und dann kommen natürlich, schießen die Kanonen und müssen vorbei an den grünen Knopf, öffnen die Tür und fallen natürlich rein, wie doof wieder mal. Also ist um einiges schwieriger. Ah! Also man sieht schon, es ist schon ein bisschen Fingergeschick. Die ganze Sache ist sehr gut kalibriert. Also ich kann mich echt nicht beklagen, dass. Ah, das gibt es doch nicht. Das iPhone ist wirklich, oder der iPod Touch wird wirklich super auf das Spiel reagieren. Also ein Lob an die Entwickler. Und jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt habe ich so, jetzt sieht man hier, habe ich einen Checkpoint. Und da komme ich dann nicht mehr jetzt oben raus, sondern gleich unten und drücke auf den Knopf hier und hoffe, dass. Ja, das Level habe ich geschafft. Gut. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Kann ich noch ein Level zeigen? Also wie gesagt, man kann auch Levels runterladen, Levels selber bauen. Also auf jeden Fall mal anschauen. Das ganze Spiel gibt es für 2,50 im App Store. Und ist. Ah, so rum wieder. Und ist, ja, mal eine Abwechslung so. Kurz mal ein Level machen auf einer Zugfahrt oder in der Arbeit, wie bei mir jetzt zum Beispiel, manchmal kurz vor dem ersten Rundgang schnell noch ein Level machen. Oh, das ist ja, das ist auch grauenhaft. Nein! Jetzt, ah, ja. Perfekt. Also man freut sich auch, wenn man es geschafft hat. Nein! Aber ich habe ja den Checkpoint gekriegt. Und den Checkpoint passiert. Oh, das ist ja echt schwierig. Okay. Für alle wie immer, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Ciao!